Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Häkeldaddel. Hier ist wieder euer Häkelinchen. Natürlich spiele ich heute wieder für euch Hausflipper und mache Knüpfe gnadenlos da an, wo ich bei der letzten Folge aufgehört habe. Aber zuerst einmal noch. So, wir sind ja immer noch bei unserem zweiten gekauften Haus, dem verbrannten Haus. In der letzten Folge hatten wir es ja von innen soweit renoviert. Ja, ich weiß ja nicht. Jalousien lasse ich, glaube ich, mal so weit weg. Ich werde jetzt einfach nur noch zusehen, dass ich das Haus von außen ein bisschen schöner hinkriege. Und dann gucken wir mal, was da an Profit noch so Schönes rauskommt. Und schauen wir mal, was ist denn Schönes. Paneele, da war das, glaube ich. Mal schauen, wie dies hier aussieht. Ja, ich glaube, so ein schöner heller Ton passt bestimmt richtig gut. Das sieht dann bestimmt gleich tausendmal besser aus als jetzt so mit dem Verbrannten. Alten Holz. Ja, ich weiß ja nicht, falls ihr irgendwelche Vorschläge mal habt, was wir machen könnten, wie wir das Haus renovieren könnten. Ja, schreibt es einfach unten in den Kommentaren rein. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes einzelne bisschen. Weil irgendwann gehen uns die Ideen ja auch aus und wir wollen ja nicht immer dasselbe zeigen. Das wird für euch, denke ich, ja mal auch langweilig. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Gedanken dazu beitragt. Was könnten wir im nächsten Haus machen? Egal, wie abgefahren es ist. Wenn es im Rahmen der Möglichkeiten liegt, was man hier so bei Hausflipper machen kann, dann werden wir natürlich unser Bestes geben, um das auch zu erreichen. Und es kommen ja auch definitiv wieder noch größere Häuser, wo man wahrscheinlich noch viel, viel mehr machen kann, als diese kleinen wie jetzt. Das nächste Haus habe ich sogar auch schon eine kleine Idee, aber das werde ich noch nicht verraten. Soll ja schließlich auch spannend für euch bleiben, ne? Ja. Aber wie ihr seht, sind wir mittlerweile richtig Turbo beim Wandfliesen verlegen, malen, was auch immer, wie man das jetzt bezeichnen soll. Ja, ich glaube, bei dem Verfliesen war das. Stehen wir hier gerade irgendwo in dem Busch drin? Aber wenn man dazu sieht, ne, ist doch mehr Wandfläche als man denkt. Hält ganz schön auf hier, sehe ich gerade. Aber es ist ja für einen guten Zweck, ne? Wir wollen ja schließlich auch ein bisschen Profit ausschlagen hier an dem Haus. Ich denke mal, bei dem Zustand wird das kein Problem gewesen sein. Und es wird bestimmt auch ein bisschen mehr als beim anderen Haus, hoffe ich.
Das wäre ja schön. Ich hoffe ja auch mal sehr, dass es irgendwann noch mal so weit kommt, dass man hier beim Hausflipper auch den Garten mitmachen kann und im Garten Sachen hinstellen kann. Weil es ist ja eigentlich schon schade, so zu sehen, wie groß das Grundstück eigentlich ist. Man kann aber gar nichts drauf machen. Also, vielleicht ändern die das ja auch noch mal. Das wäre sehr wünschenswert. So, die Hälfte haben wir schon mal. Kommen wir mal direkt zwei Pakete. Geht's noch einen kleinen Tacken schneller hoffentlich. So, ich hoffe ja mal, dass das jetzt die letzten beiden Pakete waren. Aber so wie ich mich kenne, bin ich wieder zu gutgläubig. Da brauche ich bestimmt noch ein drittes oder viertes. Ich verschätze mich bei sowas immer gnadenlos. Ja, ich sehe schon, ein Paket muss ich auf jeden Fall noch kaufen. Und wie erwartet, habe ich mich da mal wieder voll verschätzt.
So. Schaut's euch an. Das sieht doch gleich viel, viel besser aus. So. Ich glaube, dann sind wir mit dem Haus soweit jetzt durch. Eingerichtet ist alles. Da würde ich mal sagen, schauen wir doch mal direkt, was wir dafür rausholen können, oder? Aber nein, ich sehe gerade, wir haben Skillpunkte. Mensch. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gerückt. Aber egal, dann verkaufen wir es doch zuerst. Dann schauen wir mal, ob wir die 37.000 von vorhin toppen können. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Da geht schon über 40.000, ja, Leute. Ich glaube, das haben wir richtig gut hingekriegt, wa? Ja, schaut mal her. Fast 5.000 mehr als beim anderen Haus. 41.732,82 €. Ein Profit oder Gewinn von 9.088 €, Mensch. Das nenne ich mal. Das hört sich doch gut an. Ja, würde ich sagen, nehmen wir direkt mal an. Tja. Damit hätten wir Haus Nummer 2 auch schon verkauft. Geht jetzt hier noch Schlag auf Schlag, Leute. So, Skillpunkte. Ja, da ist nur noch der eine hier verfügbar. Dann haben wir das schon mal fertig. Ja, das war's erstmal. Tja. So, guckt mal auf unseren Kontostand, Leute. 135.000. Das ist doch eine schöne Zahl, oder? Wir haben eine Nachricht. Wieso haben wir eine Nachricht? Warum wird mir die Nachricht nicht angezeigt? Ach. Blindfisch. Ein Kindergarten. Guten Tag. Nach einigen Jahren Arbeit in der Grundschule habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, das ich gerne in einen charmanten Kindergarten verwandeln würde. Das Gebäude diente früher als Büro, also muss man wirklich viel ändern. Im Allgemeinen gibt es ein großes Durcheinander im ehemaligen Büro. Die ehemaligen Besitzer mochten es nicht sauber zu machen. Ah ja. Entsorgen Sie alle alten und beschädigten Gegenstände, reparieren Sie alle kaputten Geräte und rüsten Sie das Badezimmer ordnungsgemäß auf. Kinder lieben es, wenn es schön bunt ist, wie ein Regenbogen. Verwenden Sie in jedem Raum mindestens 3 Farben. Ach herrje. Und stellen Sie sicher, dass die Kinder eine Menge an Spielsachen in den Zimmern haben. Denn im Kindergarten werden die Kinder als erstes Spaß haben wollen. Vergessen Sie nicht, einen Ankleideraum für die Kleider unserer Kleinen zu schaffen. Ein Kleiderbügel, ein paar Regale. Ich glaube, dass sie den perfekten Ort schaffen werden, an dem die Kinder freudig herkommen werden. Mit freundlichen Grüßen, Ariel Lohn. Ja, Leute, sollen wir den mal annehmen oder sollen wir erstmal mit dem nächsten Haus weitermachen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kauf erstmal noch ein Haus. Und wenn ich das Haus dann fertig habe, mache ich den Kindergarten. Ein Campinghaus ist es diesmal. Ein kleines Haus auf einem breiten Grundstück. Renovierungsbedürftig, aber komplett ausgestattet.
Ja. Also da sahen die anderen beiden Häuser schon schlimmer aus. Kaufen wir mal und dann schauen wir mal rein. Und wir wechseln natürlich auch direkt dahin. So, dann schauen wir mal. Das ist wirklich eine kleine schnuckelige Bude, würde ich mal sagen. Und ich würde auch direkt alles rausschmeißen. Alles weg, was hier rumliegt. Was sollen wir damit? Ich mich. Sieht eh alles dreckig und gammelig aus. Hier ist noch so eine kleine Möchtegern-Mini-Küche. Jetzt habe ich die Tür verkauft. Na gut, kommt hier eine neue Tür rein. Ach, schaut mal her. So kann man die Regale natürlich auch umändern. Oh, aber ich sehe gerade, ich höre gerade, der Sound ist extrem laut. Ich drehe den mal eben kurz etwas runter. Ja, jetzt ist schon ein bisschen angenehmer. Das ist mir in den anderen Folgen gar nicht so aufgefallen. Tut mir leid, Leute. Kommt halt, denke ich mal, einfach davon, weil ja immer so viele verschiedene Spiele gespielt werden. Und da sind halt die Soundeinstellungen alle anders. Hi. So, putzen wir mal ganz schnell hier durch. Ach, die Lampe muss auch noch weg. Fenster muss auch sauber. An und für sich ist das Haus hier relativ sauber. Das finde ich schon mal sehr gut. Im Vergleich zu den anderen Dreckshütten. Entschuldigung, die aus meiner Ausdrucksweise, die wir da vorher hatten. Ist das hier ja echt ein Witz. Das machen wir noch schnell von außen sauber. Hier, schaut mal her, jetzt ist das Haus schon sauber. So schnell ging das doch schon lange nicht mehr.
Ich wechsle jetzt noch mal eben schnell die Steckdosen aus und bringe Heizung an und dann machen wir hier einen Cut. Okay, hier ist alles in Ordnung. Ich sollte mal auf die Karte gucken. Und dann schauen wir nach einmal weiter. Spätet gewesen. So, Spülbecken, Toilette. Irgendwo war hier doch auch noch Anschluss. Was war das denn eigentlich? Hier eine Spülmaschine stand hier, glaube ich. Dusche und die Heizung. Machen wir erst die Heizung. So, richten wir mal schnell das Badezimmer ein. Geht ja mittlerweile auch locker vom Hocker. Haben wir ja schon so viel Übung drin. Und wie man sieht, ist man jetzt hier von der Montage her auch super fix. Wenn das die Handwerker im echten Leben mal so schnell machen würden, dann wären die auch locker bei so Kleinigkeiten wie diesen hier in einer halben Stunde fertig und würden da keine 3 Stunden für brauchen, ey. Ich weiß, es ist das übliche Handwerker-Klischee, aber es ist doch nun mal so. Also, den Handwerker möchte ich mal sehen, der so schnell ein Klo aufbaut, ey. Das waren ja jetzt keine 5 Sekunden, ey. Zack, zack, zack. Ja, ich denke, ich mache das Bad jetzt hier noch zu Ende. Und wenn ich die dann jetzt hier erledigt habe, eingebaut habe, mache ich den Cut. In der nächsten Folge machen wir dann mit dem Rest weiter. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich mit der Einrichtung angefangen habe. Ich hätte doch besser erst hier die Fliesen legen können. Aber egal. Jetzt ist es zu spät, jetzt stehen die Möbel gleich alle. Geht ja zum Glück auch alles so ohne. Ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen und ihr bleibt, dass ihr uns weiterhin schön treu bleibt. Und ja, lasst Kommentare da, abonniert und teilt. Ne? Ich sehe gerade noch irgendwo einen Dreckfleck da oben. Muss ich noch schnell wegmachen. So. Ja, meine Lieben. Das wäre es dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das habe ich gerade eben schon gesagt. Aber ich wiederhole mich halt manches Mal sehr gerne. Und ja.
Ja, ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Hegelinchen. Tschüssi!